Hallo, liebe Rasenfreaks. Riesendrama beim Rasenfreak. Riesendrama. Mein alter iMac hat den Geist aufgegeben. Es gab Mittwoch kein Video. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Spontan habe ich ihn gekauft. Den neuen iMac. 27 Zoll. Ich wollte eigentlich kein Geld dafür ausgeben. Ich dachte, mein alter iMac, super Teil, 10 Jahre alt, hat sich immer ganz, ganz lieb gezeigt. Hält noch ein bisschen durch, aber er hat gestreikt. Es ging nichts mehr. Es ging gar nichts mehr. Selbst die Neuinstallation hat nicht funktioniert. Also, heute ist Freitag, Abend, neuer iMac. Jetzt ganz schnell installieren, nächstes Video schneiden. Und morgen rausbringen. Ich hoffe, es klappt. Ihr werdet es gleich sehen. Yeah! Wer öffnet schon auf seinem Rasen seinen neuen iMac? Das ist ja mal das total coole bei Apple. Da muss man immer nur gucken, wo es was zum Ziehen gibt. Also das ist sensationell. Sensationell, wie Apple seine Produkte verkauft. Aber ich glaube, es gibt ganz wenige, die ihren neuen iMac auf eine Rasenfläche stellen. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Das ist doch voll cool. Apple iMac 27 Zoll und der Rasen des Rasenfreaks. Yes! Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem Sondervideo. Ich bin heute bei meinen Eltern, die sind schon ein bisschen älter, über 80. Und die haben noch ein richtig, richtig cooles Haus. Und da will ich heute ein bisschen im Garten helfen. Und in dem Zusammenhang zeige ich euch mal, wie verrückt meine Eltern ihr Haus und ihren Garten gestaltet haben. Viel Spaß! Meine Eltern haben sich vor, ich glaube, fast 20 Jahren nochmal ein neues Grundstück gekauft. Sie haben ein schönes großes Grundstück gehabt in einem riesigen Haus mit 400 Quadratmeter. Das war ihnen ein bisschen zu groß. Dann haben sie nochmal neu gebaut, haben sie hier in so einem ganz kleinen Kuhdorf ein Grundstück gefunden, am Hang gelegen, ungefähr 1000 Quadratmeter groß. Und da haben sie nochmal so ein total wildes Holzhaus gebaut. Und ja, einen ziemlich urigen und wilden Rasen und Garten angelegt. Und ich werde heute jetzt erstmal hier mähen für meinen Vater. Der ist ja nicht mehr so ganz der Fitteste. Der macht zwar noch sehr viel selber, aber Rasenmähen ist nicht so ganz mehr sein Ding. Er kommt mit dem schönen kleinen Sabomäher, den er hat, nicht richtig klar. Ja, verstehe ich nicht ganz, aber es ist, wie es ist. Und von daher überlegen wir hier einen Robotermäher zu installieren. Das wäre mal ein interessantes Projekt hier für einen Robotermäher. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich da kaufen will. Da gibt es ja auch ein paar gute Tipps von euch, ne, zum Thema Robotermäher. Er hat so eine ganz krasse Schräge hier. Den muss der Mäher mitmähen können. Er hat ganz viel verwinkelte Ecken, um die der Mäher gut rumkommen muss. Er hat hier immer sehr viel Stühle und Bänke auf seinem Rasen stehen. Hat er gerade weggeräumt, damit wir hier gut mähen können. Ja, also eine relativ anspruchsvolle Fläche für so einen Robotermäher. Vielleicht gibt es ja was Cooles,
Vielleicht habt ihr ja einen tollen Tipp für mich. Jo, jetzt geht's los mit Mähen. Ja, mein Vater hat ein Sabo. Sabo ist schon cool. Sabo 43A, also ein 43 cm breiten Sichelmäher mit Antrieb. Und er läuft richtig gut. Ja, man kann von den Alten lernen. Er hat hier richtig coolen Sprit. Aspen 4. Der Motor startet und läuft besser. Der Servicebedarf nimmt ab, die Lebensdauer nimmt zu. Nahezu frei von Schwefel, Benzol und Aromaten. Ja. Ah, nahezu frei von Schwefel, Benzol und Aromaten. Bis zu 99% weniger schädliche Kohlenwasserstoffe als herkömmliches Benzin. Ja, sowas hat mein Vater und ich nicht. Wir mähen jetzt hier auf 4,5 cm. Ich habe am Dienstag gemäht. Da war der mega hoch, jetzt ist er schon richtig gewachsen. Also Papa, du musst öfters mähen, das hilft alles nicht. Ich weiß, ich weiß. Aber ich freue mich ja, dass du heute hier bist. Gut. So. Die große Schwierigkeit für meinen Vater ist hier dieser schräge Hang. Das ist richtig steil hier. Es geht hier richtig steil hoch und da kann man eigentlich kaum mähen. Und wenn man hier einen Robotermäher kauft, dann muss der diese Schräge beherrschen. So, Fricks, jetzt kommt das nächste Spielzeug. Ohrschutz. Otoplastiken zum Motorradfahren. Auch wunderbar geeignet. Oh, zu laut, zu laut. Auch wunderbar geeignet, um mit dem Rasentrimmer zu arbeiten. Schutzbrille und Handschuh und möglichst eine lange Hose, sonst tut's weh. Ja, mein Vater hat echt die coolen Geräte hier. Einen schönen kleinen handlichen Rasentrimmer von Echo oder Echo, wie auch immer, ein Japaner, GT222ES. Ja. Da ist er. Das ist der Geruch. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bin durch. Bisschen durchgeschwitzt. Papi ist glücklich. Ja, danke fürs Zuschauen aus Papis Garten. Der Rasenfreak hat ein bisschen Action hier gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.